Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Zuseherinnen und Zuseher, heute am Mittwoch, dem 22. Jänner. Schön, dass Sie heute wieder mit dabei sind. Und Sie sehen schon, die Frühstücksrunde hat sich erweitert bzw. ist ganz neu aufgewirbelt worden. Edi ist natürlich weiterhin mit dabei, aber wir haben auch die schönste Frau Wiens hier, liebe Beatrice Körmer. Wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen. Und einen Top-Designer aus Italien, extra eingeflogen für uns, oder Maurizio Schambra? Nicht wie mit Taxi gekommen. Ja, auch sehr gut. Heute großes Thema Ballmode, denn heute am Abend gibt es auch ein Event, wo die wunderschöne Bea für dich Kaleida vorführen wird. Was ist denn da zu erwarten? Ja, das sind zu erwarten meine neuesten Kreationen für die Ballsaison, weil ich kreiere, sagen wir so, dauernd. Also die Kollektion ist noch nicht fertig, weil es kommt noch der Opernball und andere wichtige Bälle. Das heißt, ich brauche Nachschub. Und ich habe mir gedacht, auch wie präsentiere ich das am besten, wenn nicht mit Beatrice Körmer. Also das ist wunderbar, dass sie dabei ist. Also mit Ballkleidern kennst du dich ja wirklich aus, oder? Ich glaube, du warst der Top 8, Platz 8 von den Opernballkleidern, den schönsten. Jetzt warst du auf schon unglaublich vielen Bällen. Was ist denn wichtig eigentlich? Ich kenne das nur selber. Wichtig ist, glaube ich, auch immer, also mir zumindest, dass ich nicht hängen bleibe mit meinen Stöckelschuhen und damit man irgendwie sich bewegen kann, falls man auch tanzen möchte. Was sagst du? Das stimmt, ja. Mir ist immer ganz wichtig, dass es auf jeden Fall der Etikette entspricht, was der Ball vorgibt. Dann ist mir auch wichtig, dass es ein auffälliges Kleid ist. Mhm. Also ich mag es immer sehr gern, wenn es glitzert und funkelt. Oder wenn man eher auf ein schlichteres Kleid setzt, dann kann man sich mit Schmuck mehr austoben. Aber mir ist auf jeden Fall wichtig, dass es in Erinnerung bleibt. Und sind die Farben heuer vorgegeben für die Bälle? Gibt es heuer so eine Modefarbe? Also ich finde nicht, dass bei den Bällen Modefarbe gibt. Jeder Designer irgendwie sucht sich seine Farbe an. Und für mich sind persönlich lieber die oder wichtiger die Nuancen, also nicht die Signalfarben, sondern spezielle Töne von den Farben. Und ganz, ganz wichtig, das Metallische. Also ich mag seit ein paar Jahren diese metallische Schimme und finde ich ganz modern. Das Metallische werden wir heute auch erwarten, heute am Abend? Unter anderem, ja. Sehr schön. Das heißt, du wirst alleine vorführen? Genau. Wie viele Kleider kann man sich da abschauen? Wie viele haben wir probiert? Sechs bis acht? Oder wie viele waren's? Ja, wir haben so, der Ziel war acht, aber ich glaube sieben ist eine perfekte Zahl. Jetzt habe ich eine ganz dumme Männerfrage. Ja. Es gibt keine dumme Männerfrage. Meine Freunde haben immer die Angst, sie kaufen ein Kleid, gehen zu einem Ball und, wie die Damen sagen, eine andere Dusse hat dasselbe Kleid. Wie sicher ist das heute? Das ist bei Maurizio ganz sicher, weil er hat lauter Unikate. So, das ja, ist, glaube ich, wichtig. Recht hast du. Ja, es sind Unikate. Also wirklich, ich beschäftige mich mit jedem Kleid, ist eine eigene Kreation und dann kommt der nächste. Also es sind Unikate. Kosten natürlich entsprechend, das muss sein, weil das ist viel Arbeit dahinter. Das wäre meine nächste Frage, wenn die Männer fragen immer, in welcher Preisklasse liegt man da in etwa? Also meine durchschnittlichen Preise sind um die 3.500. Das finde ich, wenn man denkt, wie viel Arbeit dahinter ist eigentlich. Und natürlich die edlen Stoffe, das ist für mich ganz, ganz wichtig. Das ist der richtige Preis, ja. Ja, auf welchen Bällen wird man dich denn sehen dieses Jahr? Opernball wahrscheinlich auch? Opernball auf jeden Fall, ja. Dann bin ich auf jeden Fall auch am Café-Siederball, Bonbonball, Jägerball. Das ist ja gleich nach dem Opernball, der Bonbonball. Ja, genau, stimmt. Ja. Dann ist die Grazer Opernredoute, die Rudolfiner-Redoute. Da braucht ihr einige Kleider, oder? Ja, genau. Halten Sie dich an, damit sie da ausgestattet ist. Ja. Und heute wäre es auch immer Donnershooting für unsere Zeitung. Ja, auch genau. Da wirst du Ballkleider natürlich vorführen. So ist es, genau, mit 8 verschiedenen Designern. Und die Kleider sind alle schon vorbereitet. Jeder Designer hat 2 Kleider zur Verfügung gestellt. Ja, Make-up wird die Claudia von Cambio machen. Die Haare wird die Kirsten Kunze machen. Die Dani Schimke wird dabei sein. Die Fotos macht die Sigrid Meier, mit der ich auch schon einige sehr coole Strecken geshootet habe. Und der Artdirektor von dem Ganzen ist der Wolfgang Greichel. Sehr schön. Und so ein Shooting, ich meine, man sieht dann immer am Ende die Fotos, oder? Das kennst du sicher auch. Aber wie viel Arbeit da dahinter steckt, oder? Bis das Kleid auch perfekt zur Wirkung kommt. Ja, verliert man da schon mal die Nerven manchmal dazwischen oder denkt man sich, das halte ich noch aus? Nein, ich halte das Ganze aus und wir haben so tolle Designer, also ich verlasse mich da komplett und weiß, dass da immer was Tolles dabei rauskommt. Ja. Wir Männer stehen ja immer ein bisschen im Schatten. Ne? Ich habe gesagt, das wäre was für dich, ein schon rumstehen. Ja, aber die Frauen, also wenn Bea kommt oder wenn du kommst mit dem Abendkleid, nein, wir sind eigentlich nur Beiwerker. Zahlendes Beiwerk. Wunderschönes Beiwerk. Perfekt.
Ich würde sagen, apropos Bälle, wir gehen jetzt in eine ganz kurze Pause. Dankeschön, dass ihr hier wart. Heute eben das Event, man wird dich noch auf ganz vielen Bällen sehen und deine wunderschöne Mode auch natürlich begutachten. Danke, so, jetzt sind wir gleich wieder retour mit weiteren spannenden Nachrichten des Tages. Also bleiben Sie unbedingt bei uns.